Am 5. Dezember ist der erste Band vom Buch 181 Landvögte im Sagansenland erschienen. Die Altgemeinschaft Sagansenland Wallensee hat das Patronat übernommen von dieser Neuerscheinung. Ein Haufen Sponsoren haben das Projekt unterstützt. Sie sind im Buch erwähnt. Ich bin jetzt im Landgerichtssaal im Schloss Sagans. Bei mir sind der Autor Karl Deutz, Chronik, und der Matthias Buck als Laudator und Präsident vom Historischen Verein Sagansenland. Matthias Buck, das Schloss und der Landgerichtssaal sind für mich der passende Ort für die Herausgabe von dem Buch. Teilst du die Meinung? Selbstverständlich. Es ist der schönste Ort, wo man auf dem Schloss überhaupt kann sein kann. Es ist eine einmalige Atmosphäre rundum. Und die Geschichte, die eben in dem Landvögtebuch ja auch versammelt ist, die ist hier fast greifbar, weil ja die Familienwappen und vielleicht dann ein bisschen die Stimmung von diesen Landvögten vorhanden ist. Da geht meine nächste Frage, aber sind die Landvögte hier noch spürbar? Es gibt eine Haufen Geschichten, die man zu denen erzählen können. Das können wir dann lesen. Und hat der Karl Deutz ja einen Haufen Mal auch schon geschrieben. Spürbar im Sinn von, es kommen einen Haufen Leute auch das Schloss besuchen, jedes Jahr, und kommen auf die Spuren von ihrer Familie, ihren Vorfahren nachspüren. In dem Sinn, ja, natürlich, Geschichte umgibt einem in dem Saal. Ich habe das Kuvert mitgenommen, wo das ganze Schloss als Marke 1977 pro Patria drauf war. Das ist ein Kuvert, Karl, das ich von dir mal bekommen habe. Es ist wunderbar, dass man auf dem Schloss auch diese gute Arbeit jetzt vorstellen kann. Es ist der passende Ort und ja, schön, dass wir das machen können. Hinter dem Schloss und in diesen Räumlichkeiten steckt ja noch ein politisches Gremium. Das Schloss gehört seit 1899 der Ortsgemeinde Sargans, Bürgergemeinde, das ist Besitzerin. Die Ortsgemeinde Sargans hat das Schloss gekauft und damit auch vor dem Verfall gerettet. Es gibt 100 Jahre zwischen den Landvögten und der Ortsgemeinde, wo die Zukunft des Gebäudes nicht sicher war. Es gibt Leute, die hätten das abgebrochen. Es gibt Leute, die hätten aus dem Turm einen Aussichtsturm gemacht und oben abgrasiert, damit man besser herumschauen kann. Es gibt Leute, die hätten Fenster und Steingewände geholt, für ihre eigenen Häuser zu bauen. Und die Ortsgemeinde hat das Schloss gerettet. In dem Sinn ist auch die heutige Bedeutung, dass man eben heute immer noch dazu schaut und auch das Gebäude entsprechend sinnvoll nutzt, ist natürlich etwas, was die Leistung der Ortsgemeinde ganz ist. Allein die Leistung der Ortsgemeinde Sargans, oder hat die auch noch finanzielle Unterstützung von anderen Seiten, vom Kanton beispielsweise? Das ist eine schwierige politische Frage. Die Ortsgemeinde zahlt meist selber. Es gibt einen grossen Unterhalt. Es gibt für Projekte schon Beiträge, die man auch von der öffentlichen Hand überkommt. Es ist am Schluss aber ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung, das aber gleich Besitzerin praktisch allein trägt. Ich freue mich einfach, dass es das Buch gibt. Ich freue mich, dass die Geschichten und die Geschichte der Landvögte ja in der Zeitung eigentlich schon zu lesen war und dass die jetzt auch so ein bisschen dauerhaft aufbewahrt werden kann. Wir wissen, wie das ist mit den Zeitungen. Man liest sie und morgen kommt eine neue und übermorgen ist sie vergessen und fortgeworfen. Ein Buch, das ist halt auch der Wert des Buches. Ein Buch wird die Zeit auch überdauern und da sind die Landvögte und entsprechend auch die Geschichte, die damit verbunden ist, die haben das verdient. Ich sehe, dass die Reihe von diesen vielen Büchern, historischen vor allem, im Sagansenland wieder um einen Stock erweitert wird, um einen Rarstock. Karl Deutz, was hat dich gereizt, die Geschichten der Landvögte zu recherchieren? Ich bin ja in der Stadt St. Gallen aufgewachsen, also ein bisschen fremd gewesen, als ich als Lehrer hergekommen bin. Und in der Schule habe ich mich dann bald einmal mit dem Erzabbau am Ganzen befasst und natürlich mit dem Schloss, mit den Grafen und mit den Landvögten. Und dann der eigentliche Stein des Anstosses, wenn man so sagen kann, ist ein Wappen hier im Saal mit einem Hakenkreuz drauf. Ich habe dann herumgefragt, auch den Matthias Buck, und habe dann immer mehr Informationen bekommen. Das Hakenkreuz ist mehr als 3000 Jahre alt. Es geht weit vor Christus zurück, ist in Indien und an anderen Orten schon bekannt gewesen. Und so Sachen, das fesselt mich dann. Und dann hat es eins ums andere gegeben. Und Nazi, das muss man vielleicht noch sagen, die haben das dann einfach missbraucht. Wie lange haben deine Recherchenarbeiten gedauert? Ja, das ist recht schwer zu sagen. Pro Landvogt rechne ich ungefähr mit 3 Arbeitstagen, so ganz grob gerechnet.
Wenn man jetzt das mit 181 multipliziert, dann ergibt das gerade etwa 543 Arbeitstage. Manchmal hat man für einen Landvogt zu wenig Material gehabt und musste suchen und doch nichts gefunden. Und dann hat man plötzlich wieder zu viel gehabt. Dann musste man noch mit wehem Herzen kürzen. Das war einmal das eine. Aber ich konnte auch ganz viel Hilfe erfahren. Das sind dann Glücksfälle von allen Seiten. Ganz sicher, ich muss auch noch mal sagen, von Matthias Buck, das war wunderbar gewesen, von der Ortsgemeinde so ganz, wo mich ganz stark unterstützt hat, vor allem was auch das Bildmaterial ist, aber auch finanziell. Und dann so weitere Lokalkorrespondenten oder dann, das ist kein Lokalkorrespondent, Fritz Riegendinger, Kulturbeauftragte im Kanton Glarus. Das sind zum Beispiel ganz überraschende Erkenntnisse, dass einige Landvögte sich plötzlich für den Erzabbau anfangen zu interessieren, sich auch hier eingekauft haben, aber meistens dann kein Glück hatten dabei. Oder etwas anderes, Entschuldigung, ein Glücksfall war auch ein ganz spannender Vortrag von Dr. Karl Schmucki in St. Gallen über den Aegidius Judi. Das ist wohl der bedeutendste Landvogt, den wir hier auf dem Schloss hatten. Du hast vorhin auf ein Beispiel hingewiesen, mit dem Wappen, mit dem Hakenkreuz drin. So wie du mir das gesagt hast im Vorspann, würdest du noch mal so ein Wappen vorstellen? Ja, da gibt es noch etwas von der lustigen Seite. Es gibt ein Wappen da mit einer schrägen, geschwungene Leiter und das geht offenbar ganz und gar nicht. Also die Heraldiker, die spottet über das Wappen und der Landvogt ist der Martin Zuckes gsi aus Schweiz und dann hat es noch einen Spruch unter dem Wappen, wurde später mehr geistlich als weltlich. Aktuell stehen wir jetzt bei der Zeitung beim Landvogt 140, Anton Ignaz Zeberg. So geschieht dann die Ausgabe im Jahresrhythmus. Also Ende 2019 ist Band 2 geplant, das sollte gehen. Und 2020 kommt die Band 3 und dann ist wirklich Schluss.